fröhliche, oh du selige. Hallo ihr Lieben, heute ist es ein bisschen ernster bei uns. Wir sind in unserer alten Wohnung, wir haben ja ein bisschen gepostet, dass wir ausgezogen sind und hier schicken wir aber drin nochmal einen kleinen Abschiedsgruß zum Advent und fühlen euch nochmal durch unsere alte Butze. Das war unser Balkon, das war eigentlich ganz hübsch mit dem Garten und so weiter. Gut, die Blumen, die hätte ich mal ein bisschen besser pflegen sollen. Genau. Das Wohnzimmer. Ja, man muss sagen, wir haben es ein bisschen abgerockt. Und wir haben gesagt, jetzt ist mal Zeit auszuziehen. Wir wurden ja immer gefragt, wo wir jetzt hingezogen sind. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Tom hat eine kleine Wohnung in Tonndorf und ich bin ein bisschen rausgezogen. Entschuldigung. Ich bin rausgezogen aufs Dorf in die Nähe von Aumühle. Da wohne ich in einer WG. Und das ist super nett geworden. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen was anderes. Aus der Stadt raus und so. Küche ist hier. Genau. Ja, im Sommer sieht es alles ein bisschen besser aus. Wir haben jetzt inzwischen aber auch einen Nachmieter gefunden. Ein Nachmieterpärchen. Das muss ja auch ein bisschen in die Gemeinschaft passen hier. Ja. Und wir haben gesagt, da das ja so ein bisschen ein Abschluss ist. So schlimm ist das gar nicht. Also... Nein, das Leben geht immer weiter. So ist es. Aber es war eine schöne Wohnung, wir haben gerne gewohnt. Gott sei Dank. So. Wir haben allerdings jetzt auch ein sehr sensibles Lied für euch heute. Da es ja wirklich ein bisschen Abschluss ist von uns, auch wenn wir uns noch lieb haben. Wir haben ja, das ist eine Art Trennungslied gewesen, das wir geschrieben haben. Das uns auch nach wie vor immer... Aber es ist schon viel älter als... der Zeitpunkt, wo wir es veröffentlicht haben. Ich werde das bekannt machen. Das ist so. Kann man das drücken, das auf die Gitarre. Und wo kann ich sie näher ziehen? Ich komme näher. Noch dürfen wir. Wir sind noch fast ein Haushalt. Aber
Das Größte in meinem Leben warst und bist du, doch die Tür fällt weiter unaufhaltsam zu. Wer war schuld? Das war nie. Abschalten. 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 Abschalten.